Und herzlich willkommen zu meinem Freitagsvideo. Ja, endlich wieder ein bisschen besser drauf. Vielleicht auch gerade einen Hauch überdreht. Ich glaube, ich bin ein bisschen überdreht, jetzt, wo ich so drüber nachdenke. Aber auf jeden Fall wieder happy, weil. Und jetzt kann ich euch ganz, ganz kurz zeigen. Mein Mac ist wieder da. Oh, ich könnte gar nicht glücklicher sein. Also, es hat sich rausgestellt, er war einfach nur sauschmutzig. Also, an alle, die irgendwie elektronische Geräte haben, gelegentlich mal sie reinigen lassen, scheint nicht schlecht zu sein. Ja, des Weiteren war es so, dass ich ja gesagt habe, bei mir war es, also ich weiß jetzt gar nicht, ob ich es schon erzählt habe, aber mein Problem war ja, dass er sehr langsam geworden ist und dass er angefangen hat, hier und da zu ruckeln. Und der Grund, warum das so ist, ist wohl, weil ich zu wenig Arbeitsspeicher hatte. Und deswegen habe ich jetzt meinen Arbeitsspeicher aufgestockt. Und jetzt läuft er wieder wie so, na, so. Und ja. Ja, und deswegen dachte ich, dass ich heute mal, jetzt nachdem ich euch gefühlte wochenlang damit zugequatscht habe und es irgendwie gar nichts anderes mehr gab, mache ich diese Woche einfach mal ein Update bezüglich mir. Und einmal nicht bezüglich meines Macs. Sondern jetzt bin ich wieder dran. Okay, jetzt kriege ich gerade voll Ego, aber naja. Ja, also was hat sich die letzte Zeit bei mir getan? Was hat sich geändert? Was ist neu? Also neu ist, dass ich jetzt festgestellt habe, wenn ich eine große Veränderung habe in meinem Leben, was ich auch schon im Video erzählt habe, dass dann bei mir das Körpergefühl verschwindet. So richtig, dass ich nicht mehr wirklich das Gefühl habe, dass ich in meinem Körper stecke. Und ja, das ist irgendwie ein bisschen komisch. Neu ist auch, ich habe einen neuen Therapeuten und ich weiß nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe, aber auf jeden Fall finde ich ihn fabelhaft. Und ja, ich bin total happy, weil manchmal ist wechselnd gut, weil sonst fährt man irgendwie sich so fest. Und ja, gut. Es gab auch noch andere Geschichten, aber das ist nicht so wichtig. Neu ist auch, dass ich auf jeden Fall in letzter Zeit sehr gut schlafe. Also ich habe wirklich, auch mal abgesehen von der Zeit, wo der Mac weg war, habe ich wirklich angefangen, ja, besser zu schlafen. Also meine Schlaf-Wach-Phasen sind nicht mehr so krass. Und also krass, dass ich mehr wach bin als schlafe. Und ich bin auch jetzt momentan stand, okay, ich wette mit euch jetzt, nachdem ich es ausgesprochen habe, ist dann wieder vorbei, aber momentan stand stehe ich so zwischen 13 und 14 Uhr rum auf. Und ja, das ist eigentlich ganz gut, weil egal wie man einen Termin hat, also wenn man um 15 Uhr hat, hat man noch so ein, zwei Stunden Zeit, um sich vorzubereiten. Wenn man um 17 Uhr Termine hat, hat man sowieso Zeit. Ich rechne euch jetzt nicht aus, wie viel, weil sonst seht ihr wieder, wie schlecht ich in Mathe bin. Was hat sich noch getan? Ich habe durch diese ganze Geschichte mit dem Mac auf jeden Fall gelernt, dass es wichtig ist, regelmäßige Datensicherungen zu machen. Und ja, ich habe auch dadurch gelernt, jetzt gerade für mich wieder, wie froh ich sein kann, dass ich das immer schon mache. Weil, ja, mein Vater hat es mir immer gepredigt, mach Datensicherungen, mein Kind. Wobei er es immer gepredigt hat, aber selbst gemacht hat er es jetzt nicht so oft. Aber, pst, das ist ein offenes Geheimnis. Ja, was hat sich noch so getan? Ich bin auf jeden Fall zur Zeit, habe ich mir das Motto genommen, oder besser gesagt, mein momentanes Ziel ist, wieder stabil zu werden, weil diese ganze Geschichte jetzt hat mir ganz schön viel Stabilität und ganz schön viel Energie gekostet und irgendwie, ja, ist nicht so cool. Und ja, also es ist auf jeden Fall so, dass mein großes Ziel und mein großer Wunsch für dieses Jahr ist, ich weiß, das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber es ist wirklich eine der größten Aufgaben. Mein großes Ziel ist, ich will stabil sein. Oder besser gesagt, ich will stabil bleiben. Und ich möchte einfach mich nicht mehr so groß von Sachen umwerfen zu lassen. Wie zum Beispiel, dass ich jetzt gerade erst merke, dass der Bügel schon wieder raushängt. Tut mir leid. Ist einfach, wenn man dieses T-Shirt die ganze Zeit trägt, dann merkt man es irgendwann nicht mehr, weil dann ist dann irgendwann so Schnuppe, weil es eh immer rutscht. Ja.
Was habe ich noch so? Ich trinke zurzeit sehr schlecht. Also tendenziell schaffe ich gerade nicht mal 1 Liter. Und das ist eigentlich nicht gut. Und ich habe auch Zeiten, wo ich mehr schaffe, wo ich 1,5 schaffe. Okay, ist nicht viel mehr. Und auf die 2 Liter komme ich nie. Aber zurzeit tue ich mir gerade extrem schwer mit dem Trinken. Und habe auch für mich neu gelernt, dass während meiner Overloads meine Motorik ja nicht nur im Sinne von Laufen und Sprechen und so weiter ausfällt, sondern dass ich auch mehr oder weniger die kleinmotorischen Dinge, wie zum Beispiel das Kauen, Schlucken, auch tendenziell einfach nur Fingerbewegungen oder ja, oder solche Sachen wie Einschenken einem dann plötzlich schwerer fallen. Und das habe ich so bisher noch nie so richtig wahrgenommen. Das Ding ist ja auch, ich denke, beim Asperger kann man jede Woche oder jeden Tag was Neues lernen, wenn man ja immer wieder in anderen Situationen des Lebens ist und dadurch immer wieder anders die Situation bewertet und sich selbst beobachtet. Und das ist ja auch so eine Beobachtung, die ich gerade gemacht habe, nämlich, dass ich anfange, ja, ich fange an, mehr von zu versuchen, mal darauf zu achten, was die Unterschiede sind. Mal zum einen für die Videos, damit ich euch mehr Informationen geben kann und natürlich auch vor allem den Leuten, die nicht selbst Asperger sind, dass sie ein bisschen vielleicht mehr sich da reinversetzen können und vielleicht ein bisschen mehr davon erfahren. Ja, die andere Sache ist, ich habe auf jeden Fall geplant, irgendwann in diesem Jahrtausend. Ja, ich habe meine Zeitangaben. Möchte ich auf jeden Fall mal jemanden, der irgendwie, ja, der mich pflegt, also um ehrlich zu sein, meine Mom, mal einfach mal so Fragen zu stellen bezüglich dieses Pflegens, wie das ist und so weiter. Und daraus dann ein Video zu machen. Ob sie dann auch da ist, also wie ihr wisst ja immer hinter der Kamera, aber eben ihre Stimme da ist oder nicht, das wird sich dann zeigen, aber ich möchte, habe das auf jeden Fall mal vor, das zu machen, weil das auch für mich eine interessante Sache ist. Weil ich kenne ja bloß die Seite des Gepflegtwerdens und nicht die Seite des Pflegenden. Denn. Entschuldigt, ich weiß jetzt gerade nicht, aber ich glaube, grammatisch war das jetzt nicht ganz richtig. Ja, was kann ich noch erzählen? Ich bin auf jeden Fall zur Zeit, abgesehen von der Zeit, wo jetzt der Mac weg war, viel aktiver geworden und versuche gerade mehr die Welt da draußen zu erforschen oder auch besser gesagt die Welt in mir drin. Ich versuche gerade so diesen, ja, ich entdecke die Neugier an der Welt und versuche natürlich auch viel mehr über mich zu lernen, damit ich dann wiederum die Welt besser kennenlernen kann. Okay, und wer da jetzt noch mitgekommen ist, Respekt, weil ich habe mich gerade selbst abgehängt. Entschuldigt. Ja. Sonst hat sich noch getan, meine Isa hat jetzt gerade, härt gerade so extrem. Also wirklich, ich habe sie heute Morgen gestreichelt, so, ach Isa, streichel, streichel. Und dann habe ich mal so nach ein paar Minuten nach unten geguckt. Ich hatte gefühlt so einen Buschen Isa in der Hand. Das war irgendwie schon etwas schräg. Ja. Was hat sich noch getan? Was hat sich noch getan? Es tut mir leid, es ist immer so schwierig, weil ich immer vergesse, von wann bis wann ich das letzte Mal was erzählt habe. Was sich noch getan hat, ist auf jeden Fall, ich habe jetzt gerade vor kurzem, oh, entschuldigt, das juckt gerade. Es ist so, dass meine Familie hat diese kleine Tradition. Vor ein paar Jahren hat die angefangen. Da habe ich mal bei einem also bei Amazon habe ich damals einen Kaba bestellt, der irgendwie irgendwas ganz Besonderes hatte. Ich weiß bis heute nicht mehr, warum ich den bestellt habe. Aber bin dadurch in die Kundenkartei von einer Firma namens Schrader gekommen. Und jetzt ist es so, dass wir jedes Mal zu Weihnachten und zu Ostern gibt es bei uns in der Familie so eine kleine Schrader-Bestellung, wo wir dann so ein paar Sachen uns kaufen. So Kleinigkeiten eben. Einfach so ein bisschen was Leckeres für die Feiertage. Und ja, die Bestellung ist jetzt vor kurzem angekommen und ich habe dieses Jahr für mich bestellt. Bei mir gibt es dieses Jahr, ja, ich habe mir Vanillezucker bestellt zum Backen oder eben über die Waffeln. Und dazu habe ich mir noch eine schöne schottische Seife gekauft mit Baumwollduft. Und ja,
Ich bin ja total Schottin, deswegen dachte ich, das passt irgendwie. Und ich versuche immer bei meinen zwei Sachen so ein bisschen was einfach so zum Spaß und so ein bisschen was einfach für meine Ahnen, wenn man so möchte, mir zu bestellen. Und normalerweise versuche ich es jedes Jahr, und das ist wirklich jetzt kein Witz, jedes Jahr mit Shortbread. Aber ich kann die Dinger nicht essen. Ich finde die nicht gut. Ich mag die irgendwie nicht. Aber ich gebe nicht auf. Irgendwann finde ich leckere Shortbreads. An dieser Stelle, wenn irgendjemand ein Rezept oder irgendwelche leckeren Shortbreads hat, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ja, meine Mutter hat sich. Ja, wartet. Meine Mutter hat sich, glaube ich, eine Schokolade bestellt und einen Pinkel. Es ist ein Kohl und der heißt Pinkel. Und ich fange jetzt schon immer an, meine Mutter zu Sachen zu sagen wie: Ja, Mama, wann isst du denn deinen feinen Pinkel? Ja, und mein Vater, der hat sich eine Magnum-Schokolade gekauft, die glaubt, wenn man mich fragt, ist wie After Eight. Und dazu noch so ein paar Schokoladen-Gelee-Sticks, wo ich mal richtig gespannt bin, ob sie ihm schmecken. Und dann haben wir noch alle zusammen uns so eine kleine Dose gekauft. Da sind Schafe drauf und so ein bisschen schottisches Muster. Und ich zeige es euch dann später gerne mal. Und dann sind innen drin noch so Shortbreads. Ja, und dann, was auch noch sich getan hat, ist, ich war vor kurzem unterwegs und habe da neue Handtücher gekauft bei Edeka. Die sind sehr weich und gut. Und die wollte ich einfach irgendwie, habe ich gedacht, die möchte ich haben. Und natürlich am Mittwoch war es dann so, dass ich eigentlich gesagt habe, ich will heute gar nicht raus, mir reicht's, nur dieses ganze Mac-Ding nervt nur noch. Ich war da wirklich in so einem Stadium. Aber dann ist meine Pflegerin gekommen und wir haben miteinander Zeit verbracht und irgendwie mit diesem, ja, es war einfach so nett, und habe ich irgendwann dann doch gesagt, ach, vielleicht sollte ich doch raus, weil ich meine, das ist mein neues Ziel. Ich möchte nicht mehr, nur weil ich erschöpft bin, jedes Mal mich zu Hause verkriechen. Ich möchte nicht sagen, dass ich jetzt immer, wenn ich erschöpft bin oder immer, wenn irgendwas ist, sofort wieder rausgehe. Aber ich möchte einfach nicht mehr, dass es immer so ist, dass ich mich dann sofort in einem gefühlten Erdloch verkrieche. Und da haben wir wieder den Träger, entschuldigt. Und auf jeden Fall, ja, sind wir dann Handtücher kaufen gegangen. Und ich kann dir euch ja mal in einem anderen Video zeigen, weil, um es euch jetzt zu zeigen, müsste ich auf Stopp drücken und müsste dann loslatschen. Und ach, das ist mir jetzt gerade doch ein bisschen zu. Ja, das war's eigentlich. Und jetzt kommen wir, glaube ich, 4 Videos nach der Ankündigung endlich dazu, dass ich euch mal mein Update gebe. Und es tut mir leid, dass es so lange gedauert hat, aber wie ihr gemerkt habt, waren so ein paar Sachen dazwischen. Und gut, jetzt kommt noch unser Querdenker-Quiz und zwar die Auflösung. Und zuerst, wie immer, lese ich euch nochmal die Frage vor und halte es euch mal ganz kurz heute erstmal in die Kamera und dann lese ich es euch vor. Ach nee, ist ja cool. Entschuldigt, ich bin immer noch unerfahren mit der Kamera, aber die zieht anscheinend auch noch automatisch Schärfe. Ist ja cool. Entschuldigt. Ja, die Aufgabe heißt: Petra findet beim Aufräumen diese 4 Kettenstücke. Es sind die Überreste einer Halskette. Es geht damit, sie, entschuldigt, sie geht damit zum Juwelier, um daraus wieder eine vollständige geschlossene Kette machen zu lassen. Für jedes Kettenglied, das geöffnet und wieder zugelötet, dieses Mal habe ich es richtig werden muss, verlangt der Juwelier 1,50 €. Petra hat leider nur 5 € dabei und möchte deshalb wieder gehen. Aber der Juwelier erklärt ihr, dass 5 € reichen. Wie geht das? So, die Frage habe ich euch ja jetzt schon gezeigt und jetzt lesen wir uns die Antwort mal. Der Juwelier nimmt einfach ein komplettes Kettenstück auseinander und verwendet jedes der 3 Kettenglieder als Verbindungsstück für die restlichen Kettenstücke.
Eine querdenkerische Kettenreaktion, die Geld spart. Oh Mann. Hier ist jetzt auf jeden Fall die Antwort noch eingeblendet. Das war's für diese Woche wieder und ich freue mich riesig jetzt, dass es mir wieder besser geht. Und ja, ich bin auf jeden Fall euphorisch und freue mich auf nächste Woche mit euch und mit mir. Und ja, das war jetzt irgendwie ein bisschen unnötig, aber gut. Auf jeden Fall, wenn ihr mögt, schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr zu dem Querdenker-Quiz denkt oder was ich bei euch in den letzten Monaten getan habe. Oder auf Twitter oder Facebook. Oder ihr könnt mir auch eine E-Mail schreiben an die bell.riedemeier@outlook.com. Ich wünsche euch jetzt noch ein wunderschönes Wochenende. Wir sehen uns am nächsten Mittwoch wieder. Bis dann. Tschüss.